Hallo, mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in Südamerika unterwegs und heute führe ich euch das erste Mal aus in die Atacama-Wüste. So, ich verlasse jetzt Punto de Choros, wo ich im letzten Video die Inseltour gemacht habe. Und ja, es ist schon fast 4:30 abends, nachmittags. Aber 2 Stunden muss ich jetzt noch fahren. Hier, ihr wisst ja, es heißt hier immer schöne Namen, die Straßen. Hier ist es die Straße der Wüste. Punta de Choros, da komme ich her, ganz rechts unten. Und Vallenar ist hier nicht drauf, aber da oben auf der A5, Autopista 5, geht es dann nach Vallenar. Da werde ich dann versuchen, Geld zu holen, Benzin zu holen und zu übernachten. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass es hier noch so eine geile Strecke heute gibt. Ich habe gedacht, es wäre das gleiche wie gestern. Erst diese schöne Strecke durch eine Landschaft wie diese hier. Ich glaube, es hat ein bisschen mehr Kakteen gehabt gestern. Aber normale Straße. Und dann Autobahn. Aber das hier ist natürlich total geil. Es ist ein Traum. Und es ist zwar so ein Lehmweg, der irgendwie, ich glaube, es war mal asphaltiert oder. Man weiß es nicht so genau, was es ist. Aber es fährt sich halt butterweich. Ein paar Schlaglöcher, aber es ist halt super angenehm. Und mit der Sonne im Rücken ist es total. So, da ist sie, die Route 5. Die Panamericana.
Es ist witzig, dass die Panamericaner, dass das so geil klingt, aber große Stücke davon sind einfach Autobahnen. Zumindest in Chile. Und ja, Chile ist sehr lang. Also Entfernung, das schätzt man immer. Chile ist länger als die Strecke Moskau-Lissabon. Ich schätze, das ist es. Ja, hier wird es ja wohl einen Geldautomaten geben. Das Witzige ist, dass bei Google keine einzige Bank und kein Geldautomat hier eingezeichnet ist in dem ganzen Ding. Das muss aber nichts heißen. Eine Tankstelle gibt es auf jeden Fall. Wurde schon angekündigt auf einem Schild. Jetzt fehlt nur noch Geld und ein Hotel. Ich bin an die Tankstelle gefahren, weil ich aus Patagonien wusste, dass es da meistens einen Geldautomaten gibt. Und so war es auch. Habe ich getankt, Geld bekommen und gleich nach dem Hotel gefragt. Die haben mich dann zu einem geschickt. Erstes Hotel war voll. So ein Riesenbunker, voll. Schon überrascht. Aber auch hier in der Stadt, es ist eine Wüstensiedlung, aber war richtig Stau. Also schon viel los und dann habe ich mich von dem Hotel zu dem nächsten Hotel schicken lassen. Einzelzimmer für eine Person 35.037 Euro. Das ist natürlich über meinem Budget. Habe ich mich wieder zum nächsten schicken lassen, 25.000. Und das ist, habe ich jetzt genommen, inklusive Frühstück. Und das hier ist das Zimmer, ein riesiges Zimmer, Doppelbett, eigenes Bad. Und es gibt sogar einen Balkon. Da können wir mal rausschauen. Kleiner Stadtkern. Es ist hier nicht mehr so viel los. Das richtige Stadtzentrum ist, glaube ich, ein bisschen weiter da drüben. Aber das hier sieht ja schon aus wie so ein Hauptplatz. Keine Ahnung. Aber ich muss jetzt mal fragen, wie sicher das ist, ob ich nochmal rausgehen kann im Dunkeln. Weil in vielen Städten empfehlen die das nicht. In manchen Gegenden. Kommt drauf an, wo man ist immer. Aber hier habe ich halt gesehen, alle Leute haben hier mal diese Parkplätze, wo sie ihre Autos wegsperren. Das ist eigentlich ein Zeichen, dass man abends, also dass die Leute eben Schiss haben, dass was passiert. Deswegen, ja, ich frage jetzt einfach mal, dann würde ich noch zum Supermarkt gehen und eine Kleinigkeit essen. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich habe mir hier eine Megafarbe bekommen, die Schiffsfahrt. Also es ist, wie gesagt, es sind nur so 15 Grad gewesen. In der Sonne natürlich ein bisschen wärmer, aber die Sonne knallt hier richtig. Es ist halt schon Wüstensonne. Und apropos Wüstensonne, ich habe jetzt auf der letzten Fahrt die Grenze zur Atacama-Wüste überschritten. Das heißt, ich befinde mich jetzt schon in der Atacama-Wüste. Ja, mehr dazu morgen, wenn es weiter Richtung Norden geht. Gute Nacht. Schönen guten Morgen. Ich bin eigentlich fertig. Es gibt zwei kleine Probleme. Einmal hier durchzukommen wieder. Das war gestern beim Reinkommen schon so, dass es genau gepasst hat. Da muss ich rangieren. Aber das ist das kleinere Problem. Das größere Problem, man sieht es hier schon an den Spuren. Ich bekomme das Bike nicht vom Hauptständer runter, weil es hier so rutschig ist. Das rutscht immer mit vor. Ja, ich habe jetzt mal die Stiefel angezogen, versuche es damit zu blocken, dass ich es runterbekomme. Und ja, schauen wir es uns mal an. Thank you.
Das war jetzt der positive Vorführeffekt. Ich habe vorher 10 Minuten probiert, habe es nicht geschafft. Jetzt habe ich die Kamera angemacht. Einmal geklappt. Aber ist ja gut. Auch hier durchmanipuliert, war gut. Und jetzt noch den Rucksack auf. Meine Winterklamotten. Ich versuche heute mal im T-Shirt zu fahren. Also Motorradjacke natürlich drüber, aber keine Layer. Mal gucken, wie kalt es dann unterwegs ist. Der Plan, es geht erneut an die Küste. Ist jetzt immer ein ewiges Hin und Her. Ich bin immer noch nicht losgefahren. Ich bin jetzt noch mal kurz rausgegangen, weil ich weiß gar nicht, ob ich es gezeigt hatte. Vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass hinten unter dem Motorrad eine Schraube fehlt. So eine. Und jetzt gehe ich hier zur Ferreteria, also zum Eisenwarengeschäft, und kaufe schnell so eine und baller die dann da rein. Vielleicht mit Schraubensicherung. Dann ist das erledigt. Das wäre jetzt nicht so schlimm, weil die Taschen da drauf liegen. Das klappert dann eh nicht. Aber naja, besser, wenn sie drin ist. Erste Etappe, Huasco an der Küste, 50 Kilometer entfernt, 50 Minuten. Hier in der Nähe ist übrigens Alto del Carmen, auch ein berühmter Pisco. Ihr erinnert euch, Pisco wird nur hergestellt im Elqui-Tal oder in der Atacama-Wüste. Und wir sind ja hier in der Atacama-Wüste. Manche Leute zählen auch schon quasi La Serena und so den unteren Teil zur Atacama-Wüste dazu. Das Gebiet oder die Region Atacama in Chile, die beginnt aber jetzt erst quasi ein Ticken nördlicher von Los Chorros, wo ich gestern war. Deswegen ist es für mich jetzt hier erst der richtige Tag. Erste richtige Tag Atacama. Ein kleiner Tipp vielleicht noch für alle Fußballfans. Heute spielt die Eintracht wieder und ich kann natürlich nicht jedes Spiel im Fernsehen sehen. Wenn es jetzt ein Spätspiel ist, ist es 12.30 Uhr hier. Das ist halt genau die Zeit, wenn ich fahren muss. Also klar kann ich irgendwo einen Tag länger bleiben, aber ich wollte jetzt da nicht in der Stadt bleiben. Und dann höre ich einfach im Radio das volle Spiel und das ist tatsächlich ziemlich geil, wenn man durch so eine Landschaft fährt und dann Bundesliga dabei hört. Ist irgendwie bizarr, dass sowas möglich ist. Jetzt weiter Richtung Norden. Jetzt schlängelt sich die Straße an der Küste entlang und irgendwann biege ich dann ins Inland ab, weil mein Ziel in ein paar Tagen ist San Pedro de Atacama, die wohl bekannteste Stadt in der Atacama-Wüste. Die Atacama-Wüste ist die trockenste Wüste der Welt.
Es gibt viele Gegenden, wo es Jahrzehnte nicht geregnet hat, und es gibt sogar Gegenden, wo es seit 100 Jahren nicht mehr geregnet hat. Habe ich gelesen. Also richtig krass. Und das glaubt ihr jetzt gar nicht so, weil es hier so grün erscheint. Aber es ist so, eben hier ist das Meer und da ist der Humboldtstrom, wieder benannt nach Alexander von Humboldt. Und das ist ein kalter, also es ist ein kalter Strom. Und deswegen regnet es hier nicht ab, sondern es ist eine Nebelwüste auch. Man sieht, es ist immer Nebel. Nicht immer, aber oft. Ich weiß nicht, ob dieser Dunst auch schon dazugehört und so. Jedenfalls, deswegen regnet es nie. Und die Anden auf der anderen Seite, die blocken irgendwie auch die Regenwolken. Also deswegen ist es in dieser Gegend kein Regen. Aber das Klimaphänomen El Niño gibt es. Und das kommt alle irgendwie 6 bis 10 Jahre mal vor. Und dann regnet es hier in der Wüste. Und dieses Jahr war das so. Also viel Regen dieses Jahr und deswegen ist alles grün. Und ich hatte es ja schon mal erwähnt, es gibt dann hier auch die Flores del Desierto, also die Blumen der Wüste. Da blüht die Wüste. Und ja, hier hat man jetzt eben schon viel Grün und so, wunderschön. Und irgendwann hoffe ich, dass ich es noch sehe, dass es bunt wird. Und das ist eben dieses Jahr. Und das ist eben gesagt, alle 6 bis 10 Jahre hat man das nur. Und El Niño ist verantwortlich. Dann genießen wir ein wenig die Schönheit. Ist halt schon richtig geil. Gebt euch das an. Ich muss jetzt noch ein Foto machen. Es gibt hier überall immer so kleine Sandwege, die an dem Rand rausführen. Ich bin jetzt mal hier rausgefahren, um mal die Aussicht zu genießen. Und es gibt diesen Weg da hoch. Ich bin jetzt ein Stück da lang gelaufen. Ich glaube, ich probiere das mal, da hochzufahren. Es ist sandig, dieses steile Stück könnte halt schwierig werden, aber ja, probieren wir es mal. Ich habe tatsächlich jetzt noch ein bisschen Luft aus den Reifen gelassen. Also los geht's. Das ist schon sandig. Fuck, Alter. Ich glaube, ich traue mich doch nicht. Hardcore sandig.
Okay. Ich glaube, hier ist gut. Holy shit. Das war sandig. Aber im Vergleich zu Marokko habe ich doch ganz gute Fortschritte gemacht. Es ist doch relativ sandig hier. So, jetzt, ihr erinnert euch, Bosnien, die längste Wende der Welt. Mal gucken, wie ich das heute so mache. Ich rutsche schon mal gar nicht rückwärts, weil es so tiefer Sand ist. Ja gut, das war jetzt noch keine Heldentat, aber es war auch erst mein erster Schritt in der Atacama-Wüste. Ich kann euch schon mal versprechen, es wird mehr Sand geben, viel mehr Sand. Also abonniert's, schaut wieder rein, dann freue ich mich. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Ruti.